Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Douglas Lovely Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wir haben hier also mal wieder einen Adventskalender-Würfel von Douglas. Und ja, er ist relativ leicht. Das ist einer der in Anführungsstrichen günstigsten Adventskalender, wobei ich 29,99 eigentlich gar nicht so günstig finde, aber erfahrungsgemäß haben wir hier auch immer einen ordentlichen Warenwert drin. Ja, klein, aber fein. Relativ schnell wird dieser Adventskalender auch zerstört sein, weil diese Kläppchen meistens nicht ganz so gut halten. Aber wir gucken einfach mal, was sich jetzt dieses Mal hier drin verbirgt. Hübsch sieht er aus, ne? Es ist so ein schöner Weihnachtsmarkt, schön in rosa-rot gehalten. Und ja, wir öffnen die Nummer 1. Hier haben wir tatsächlich dekorative Kosmetik drin enthalten, denn das ist so eine Art Mix-Adventskalender aus Pflege und dekorativer Kosmetik. Wahrscheinlich auch ein paar Tools. In der Farbe Matt Nude haben wir 4 ml von einem Liquid Lipstick von Douglas mit drin. Und ich hatte letztens auch einen anderen Adventskalender von Douglas geöffnet. Ich weiß gar nicht, die gibt es, glaube ich, gar nicht im Standardsortiment. Das ist, glaube ich, ein extra Adventskalenderprodukt. Aber gut, es ist hier enthalten. 4 ml haben wir damit drin. Das ist relativ viel. Und schön, dass es mit einem nudefarbenen Liquid Lipstick beginnt, finde ich. Die Nummer 2 versteckt ein Seed Halasso Home Spa Produkt. Und zwar ist es ein Duschgel. Genau, 50 ml haben wir hier drin. Das ist ein eher aquatischer Duft mit Bergamotte und Seesalz oder Meersalzmineralien. Und ja, ne, das ist ein Unisex-Duft, definitiv. Würde ich eher in einem Männer-Adventskalender sehen, da ich ja auch einige Packewitz da reinkommen. Ja, riecht aber meiner Meinung nach ganz angenehm aquatisch, auch wenn ich eher der Fan von blumigen Düften bin. Die Nummer 3 hatte schon so eine verräterische Form, dass da definitiv kein Beauty-Produkt drin ist, sondern irgendein Tool. Und das hier ist so ein Peeling-Handschuh. Kann man auf jeden Fall gebrauchen für Körperpeeling. Gesichtspeeling wäre ich eher vorsichtig mit, weil das doch eher grob ist und auch ein richtig mechanisches Peeling dann darstellt. Aber ja, ne, sowas als Füllprodukt haben wir eigentlich in fast jedem Douglas-Adventskalender drin. Auch die Nummer 4 hat schon von der Form her verraten, was da drin sein wird, und zwar ein Nagellack bzw. in dem Fall ein All-in-One 2-in-1 Coat, also Topcoat und Basecoat in einem. Da sind 10 ml drin, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich verwende immer einen Topcoat und einen Basecoat und dadurch halten meine Nägel auch länger. Jetzt in der Adventskalendersaison oder wenn ich halt draußen im Garten am Werkeln bin oder oben mittlerweile auch wieder am Renovieren, halten meine Nägel nicht mehr eine Woche. Das dauert dann nicht mehr so lange, bis ich sie dann wieder neu machen muss. Aber sowas hilft mir auf jeden Fall, damit der Nagellack besser hält. Und die von Douglas mag ich auch ganz gerne. Also die haben eine schöne Haltbarkeit und deswegen cool, dass wir das mit drin haben. Die Nummer 5 verbirgt ebenfalls ein Accessoire, und zwar eine Pinzette. Ja, die von Douglas finde ich eigentlich ganz gut. Also ich habe auch schon die ein oder andere mal da gehabt oder auch noch immer da. Und ja, ne, das ist eine Metallpinzette, die relativ hochwertig ist und deswegen auch ein schönes Füllprodukt, besser als irgendwie eine Nagelfeile oder so ein Klimbim. Das Nikolaus-Produkt enttäuscht mich dann doch etwas. Es ist das Radiance Tonic Lotion Produkt mit Kornblumenextrakt. Hier haben wir 30 ml drin. Ja, ein Toner ist schon schön, aber in H6 zu Nikolaus, komm, da geht doch mehr. Das ist wirklich irgendwie blöd. Auch wenn das Produkt an sich bestimmt toll ist, aber Auch in der Nummer 7 erwartet uns ein alter Bekannter, sofern ihr auch die anderen Adventskalender-Unboxings gesehen habt. Denn hier haben wir ein Abschminkpad drin. Definitiv cool. Verwende ich auch gerne solche wiederverwendbaren Abschminkpads. Da kann man hier seine Hand reinstecken und dann so das Gesicht damit abschminken. Ne? Also finde ich nicht verkehrt. Nö, finde ich wirklich nicht verkehrt. Nein, nein, ich finde das jetzt wirklich mal als Füllprodukt vollkommen in Ordnung. Ich finde Douglas nur super unkreativ, weil die wirklich in jeden Adventskalender sehr ähnliche Füllprodukte reinpacken, muss ich gestehen. Aber naja, normalerweise kauft man sich ja nicht alle, sondern entscheidet sich dann irgendwann für einen davon. Nummer 8 darf machen, dass es kracht, und hier erwartet uns eine Gesichtsmaske, die für Strahlkraft sorgen soll. In nur 3 Minuten 12 ml sind hier drin enthalten und das finde ich toll. Das finde ich wirklich toll. Ich mag auch die Masken von Douglas, ist ja so eine Pöttchenmaske, und wenn man sie verwendet, macht man sie halt hier auf, und meistens brauchst du nicht die kompletten 12 ml, dann machst du das wieder zu und mit einem Bobbypin kannst du es dann verschließen oder du füllst es um in irgendein Pöttchen, in ein leeres oder so. Und ja, aber cool, dass wir hier ein bisschen Strahlkraft zur Acht bekommen. In der Nummer 9 dürfen wir uns über eine Schlafmaske freuen. Ja,
Habe ich auch irgendwie mit gerechnet, Leute. Ja, schönes Muster, auf jeden Fall eine coole Kiste. Auch, ja, wenn man zum Beispiel nicht richtig das Schlafzimmer abdunkeln kann oder was auch immer, ne? Wenn man einfach schlafen möchte, wenn es hell ist oder so, ist so eine Schlafmaske nicht verkehrt und hat hier so einen Gummizug hinten dran und fühlt sich gut an, ne? Schön, definitiv, Füllprodukt. Wir gucken mal weiter, wie es weitergeht. Eine super Aussage. Diesen Nagellack aus der Nummer 10 hatte ich letztens auch schon in Verwendung und auch wieder aussortiert, weil ich runde Nägel habe und ja, da hat das nicht gut drauf gehalten, beziehungsweise es ist halt super streifig geworden. Das ist der Lovely Glow Beautifying Shiny Nail Polish. Hier haben wir auch wieder 10 Milliliter drin. Per se eine wunderschöne Farbe und wäre er deckend gewesen, hätte ich ihn auch super gerne weiter behalten. Aber bei mir hat er leider nicht so gut gehalten, was bei den Farblacken von Douglas nicht der Fall ist. Also die halten richtig gut bei mir, aber der hier irgendwie nicht. Schön ist hierbei, dass er wirklich so einen Schimmer auch mit drin hat. Also es sieht aus wie eine Perle, wenn man den so ein bisschen gegen das Licht hält. Und das mag ich gerne leiden. In der Nummer 11 erwartet uns ein weiteres Füllprodukt und zwar haben wir hier so einen Zehentrenner für, wenn man sich die Fußnägel lackiert und nicht möchte, dass sie so zusammenbatschen, sage ich mal, ne? Ja, 2 Stück, also für jeden Fuß ein, in Herzchenform, ist süß. Das Produkt aus der 12 hätte ich eher in der 6 vermutet, denn hier haben wir ein Douglas Shiny Kiss drin. Das ist ein Shiny Red 4 ml, wahrscheinlich so eine Art Lip Lacquer, würde ich das jetzt einfach mal ja, interpretieren. Und das ist so ein richtiges Weihnachtsrot. Ne? Und wenn wir so ein Produkt hier drin haben für die Lippen, haben wir sicherlich auch einen schönen roten Nagellack hier drin. Die Nummer 13 hebt diesen Adventskalender nicht zu meinem absoluten Lieblings-Adventskalender, denn hier haben wir ein Telefonkabel-Haargummi-Gedönsen drin. Und ich muss leider aus Erfahrung berichten, dass die Haargummis von Douglas nicht die besten sind. Also die leiern so schnell aus, das ist echt Wahnsinn. Ich mache das zwar, dass wenn ich Haargummis verwende, dass ich sie dann immer wieder in heißes Wasser, kaltes Wasser mache, damit sie sich halt wieder zusammenziehen in ihre Ursprungsform. Aber das leiert super schnell aus. Im Prinzip kann ich das täglich damit machen. Naja, jetzt habe ich es da, wird verwendet. In der Nummer 14 haben wir ein Badeprodukt aus der Home Spa Collection von Douglas drin und zwar aus der Harmony of Ayurveda Reihe. Das sind 24 Gramm in diesem Badefizzer drin. Ist ein schönes Sprudelbad, was angenehm nach Orange duftet und halt passend zur Weihnachtszeit ist. In der Nummer 15 erwartet uns ein bisschen Klärung fürs Gesicht und zwar 12 ml von der Purifying Face Mask, die nur tatsächlich 5 Minuten drauf bleiben muss und deswegen finde ich das eigentlich ganz praktisch und ganz cool. Dann kann man sich ja das Gesicht auf jeden Fall mal klären. Bald kommt die Erdbeerwoche, dann habe ich wieder allen Grund, solche Masken zu verwenden, ne? Und deswegen, ja, schön. Die Nummer 16 hatte schon diese verräterische Form, sodass ich dachte, ja gut, da kommt bestimmt gleich ein Spiegel bei rum. Safe, ja. Und das hier ist leider kein aufklappbarer Spiegel, sondern halt wirklich so ein Handtaschenspiegel, ne? Der so ist. Ist okay, ist halt ein Handtaschenspiegel. Kann man gebrauchen, läuft, aber ja, ne? Unkreativ. In der Nummer 17 erwartet uns natürlich der obligatorische rote Nagellack aus der Timeless-Reihe in der Farbe 285 Red Pumps, also rote Pumps. 10 ml haben wir hier drin und wie gesagt, das ist ein Produkt, was einfach gut auf den Nägeln hält und jo, mag ich gerne leiden. Ich habe aber definitiv schon viele in dieser Farbe und ja, ne? Wenn man so viele Adventskalender auspackt, dann hat man definitiv schon einen weihnachtsroten Nagellack. Wobei das hier ein bisschen heller als klassisches Weihnachtsrot ist. Es geht mir ins Weinrote. Zur Eröffnung der Weihnachtswoche am 18. Dezember erwartet uns ein weiteres Füllprodukt und zwar ein was auch immer Ding. Das ist für Nägel. Ja, das ist irgendwie so ein Nail Buffer, ne? Für Shape, Smooth, Polish und Shining, Shinning. Ja, ist halt so ein kleines Vieh. Kann man machen, aber muss man auch nicht. Da finde ich sogar die Handcreme in der 19 ein bisschen sympathischer, denn ich mag diese Homespa-Reihe. Das ist die Lailani Bliss-Reihe mit Ylang Ylang und Tiare-Blume. 30 ml von einer Handcreme. Gut, eine Handcreme in einem Adventskalender finde ich okay. Und sie gehört auch irgendwie mit rein und ich mag gerne diesen Duft. Wow, in der 20 haben wir eine Haarklammer drin. Ja, also so langsam finde ich diese Summe an Füllprodukten, vor allem an so komischen Füllprodukten nicht mehr
aushaltbar, in Anführungsstrichen, also oder akzeptabel vielmehr, weil reicht auch, ne? Also ich habe mir einen Beauty-Adventskalender gekauft und kein Füllprodukte-Adventskalender mit Scent-Artikeln. Yep, auch der obligatorische Kohlkajal ist jetzt hier in der 21 zu finden. Intense Kohl Pencil, Intense Wood Eye Pencil, also das ist ein anspitzbarer Stift und jo. Ne? Der ist einfach aus dem Douglas-Sortiment. Viele mögen auch Kohl-Kajal-Stifte. Es ist halt wirklich nichts Überraschendes. Ne? Genauso wie ein roter Lippenstift oder roter Nagellack. Das ist nichts, es ist unspektakulär. In der Nummer 22 haben wir ein weiteres Füllprodukt, was aber sehr praktisch ist, weil hier kann man zum Beispiel die Pöttchenmasken drin einfüllen, wenn man sie halt nicht aufgebraucht hat oder wenn du eine Tuchmaske verwendet hast, kannst du das Serum, was noch in der Verpackung drin ist, hier reinfüllen. Und zwar ist es einfach so ein kleines Aufbewahrungspöttchen und ja, ne? Kannst du auch Produkte oder Creme reinfüllen, wenn du verreist oder so, dass man da auf jeden Fall nicht den komplett großen Tiegel mitnehmen muss. Eigentlich ganz cool. Die 23 finde ich cool. Da haben wir also wirklich original, normal großen Beauty Blender, Make-up Eye, wie auch immer man das nennen mag. Eine schöne Größe und ist relativ hart, ist jetzt nicht super weich, muss ich sagen. Fühlt sich aber gut an, ja. Was uns in der 24 erwartet, wissen wir eigentlich, es ist jedes Jahr eine Mascara. Und hier haben wir die Have It All Volume Length Curl Mascara aus der Douglas Collection. Und jo, das ist eine Mascara, eine Wimperntusche. Hier haben wir 9 Gramm drin enthalten und hier können wir uns auch mal das Bürstchen angucken. Da muss ich wirklich sagen, finde ich gut, dass wir auch unterschiedliche in den jeweiligen Adventskalendern drin haben. Das ist so eine ganz schmale Kunstfaserbürstchen-Mascara. Finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Der Adventskalender ist nun ziemlich zerstört, hält sich aber tatsächlich noch in Grenzen. Also ich habe schon Douglas Adventskalender geöffnet und sie noch mehr zerstört dabei. Ich finde den Inhalt hier aus diesem Adventskalender wirklich sehr basic. Also wenn ich mich für einen aus der Douglas-Reihe da von diesen Würfel- und Schlag-mich-tot-Adventskalendern entscheiden müsste, wäre es nicht dieser hier. Weil ich finde den Inhalt einfach nicht überraschend genug. Ne? Also wir haben ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, super viele Füllprodukte, was ich jetzt eigentlich nicht gebraucht hätte. Kann man machen, muss man nicht. Werttechnisch sind wir wahrscheinlich relativ nice unterwegs, aber also eher wäre es mir jetzt wirklich nicht wert, ihn mir so zu holen oder ihn zu verschenken für 29,99. Ne? Also das muss ich, nee. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!